Es gibt eine ganze Menge von Zitaten aus der Prequel-Trilogie, die auf die eine oder andere Art legendär wurden. Von Obi-Wans I have the high ground bis zu Anakins I don't like sand. Das vielleicht beste Beispiel für ein Zitat mit einer tiefgründigeren Botschaft findet sich in Episode 1 Die dunkle Bedrohung, als Yoda mahnte: Angst führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Dieses Zitat war die perfekte Vorahnung, nicht nur von Anakins Sturz auf die dunkle Seite der Macht, sondern im Grunde auch vom Inhalt aus Episode 1 Die dunkle Bedrohung. Palpatine befand sich im Anfangsstadium der Ausführung seines Plans, die Galaxis zu übernehmen, und er fürchtete, ein bestimmter Jedi könnte ihm in die Quere kommen. Interessanterweise handelt es sich bei diesem Jedi jedoch nicht um Yoda oder Meister Windu, sondern um Qui-Gon Jinn. Warum dies so war, erfahrt ihr jetzt hier im Video. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Natürlich wollte Palpatine die Galaxis beherrschen, aber er wurde noch mehr von dem Wunsch getrieben, den Jedi-Orden zu vernichten. Sein Hauptziel war es, die Jedi so lange zu beschäftigen und abzulenken, bis der richtige Zeitpunkt gekommen war. Er nutzte dazu seine Rolle als Kanzler mit seinen verdeckten Aktivitäten als Darth Sidious. Von Selbstüberschätzung geblendet, machten die Jedi Palpatine die Arbeit leicht. Nicht einmal Yoda, der Großmeister des Jedi-Ordens, erwies sich als Hindernis für Sidious' Plan. Wie die meisten Jedi in der Prequel-Trilogie war Yoda so sehr mit den Klonkriegen beschäftigt, dass er die Macht aus den Augen verlor. Als die Bedrohung, die Palpatine darstellte, erkannt wurde, war es bereits zu spät, um zu handeln. Das ist auch einer der Gründe, warum Yoda sich dazu entschied, ins Exil zu gehen, nachdem es ihm nicht gelungen war, Palpatine in einem Duell zu besiegen. Ihm war klar, dass er den Kampf gegen die dunkle Seite verloren hatte, bevor der physische Kampf überhaupt begonnen hatte. Daher sah Palpatine Yoda auch nie als eine große Gefahr an. Im Gegensatz zu Yoda und dem Hohen Rat der Jedi ging es bei Qui-Gon Jinn immer nur um den Willen der Macht. Deshalb musste Palpatine Qui-Gon unbedingt aus dem Weg räumen, weil er besser mit der Macht verbunden war als alle anderen Jedi. Hätte Qui-Gon seinen Kampf gegen Maul überlebt, hätte er vermutlich Palpatines Böses gespürt und Anakin wäre nicht zu Darth Vader geworden. Obwohl Qui-Gon also weniger mächtig als Yoda war, fürchtete Palpatine ihn mehr. Das ist auch der Grund, warum die dunkle Bedrohung ein so wichtiger Star Wars-Film war. Als Qui-Gon Jinn auf Naboo auftauchte und drohte, Palpatines Pläne einen Strich durch die Rechnung zu machen, musste er schnell handeln. Er schickte Darth Maul, um den Jedi-Meister ein für alle Mal loszuwerden. Wie Yoda schon sagte, führte Palpatines Angst zu bösen Taten, zum Tod und zum Aufstieg der dunklen Seite. Und damit wären wir jetzt auch wieder am Ende des Videos angekommen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und hinterlasst mir einen Daumen nach oben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.